Am Fuß der Berner Hochalpen liegt ein tropisches Paradies. Das Tropenhaus Frutigen. Nur 40 Minuten von der Hauptstadt Bern entfernt, gelegen zwischen Thunersee und Adelboden, nimmt das Tropenhaus im Alpenraum die führende Rolle in der Nutzung erneuerbarer Energien ein und verbindet auf beispielhafte Weise Landschaft, Ökologie und Ökonomie. Durch den Bau des Lötschberg-Basistunnels kann Regen- und Schmelzwasser nicht mehr versickern. Dadurch fließen am Nordportal pro Sekunde etwa 70 Liter rund 18 Grad warmes Bergwasser aus dem Tunnel. So viel warmes Wasser darf nicht in Bergbäche wie die Engstliege eingeleitet werden, weil es das Aufstiegs- und Laichgewässer der einheimischen Seeforellen stören würde. Aus diesem Grunde wurde nach einer Möglichkeit der Abkühlung des Bergwassers gesucht. Die Idee war bestechend einfach. Den Wärmeüberschuss des Bergwassers aus dem Tunnel für die Zucht von wärmeliebenden Fischen und Pflanzen zu verwenden. Damit konnte eine teure und energieintensive Abkühlung des Wassers vermieden und gleichzeitig eine sinnvolle und nachhaltige Nutzung der Wärmeenergie sichergestellt werden. Aus dieser Idee entstand das Tropenhaus Frutigen. Die Kombination von tropischem Ambiente, Aquakultur und alpiner Umgebung ist weltweit einzigartig. Wo heute das Tropenhaus Frutigen steht, herrschte einst bereits ein tropisches Klima. Davon zeugen zum Beispiel versteinerte Farne, die Lötschberg-Tunnelbauer gefunden haben. Sie sind 250 bis 300 Millionen Jahre alt. Ebenso alt sind die Vorfahren der heutigen Störe. Mit dem Bau des Tropenhauses wurde somit ein Kreis geschlossen. Pro Sekunde gelangen 70 Liter warmes Wasser aus dem Lötschberg-Basistunnel ins Tropenhaus. Das warme Bergwasser eignet sich in seiner Reinheit hervorragend zur Aufzucht der Störe. Es kann ohne weitere Behandlung direkt den Fischbecken zugeführt werden. Nach der Nutzung in der Fischzucht wird das Wasser in Wärmetauscher geleitet, die dem Bergwasser einen Teil der Wärmeenergie entziehen und diese in zwei große Wärmepumpen leiten. Diese heizen die angeschlossenen Gebäude, insbesondere das Gewächshaus. Das abgekühlte und gereinigte Bergwasser kann nun ohne Bedenken in die Engstliege eingeleitet werden. Die Nutzung des Bergwassers aus dem Basistunnel ist in energetischer und ökologischer Hinsicht äußerst wertvoll und innovativ. Synergien ergeben sich in der Mehrfachnutzung des Bergwassers sowohl für das Tropenhaus als auch für die dem Wärmeverbund angeschlossenen externen Gebäude. Darum herrscht, selbst bei eisigen Außentemperaturen, im Tropenhaus ein behagliches Klima. Tropische Früchte und exotische Blumen gedeihen unter idealen Bedingungen. In den Becken schwimmen imposante Störe. Für die Qualität des Kavias ist die Art der Gewinnung und Verarbeitung des edlen Produktes entscheidend. Nur durch Handarbeit werden die Eigenheiten dieses Naturprodukts respektiert. Der Weg zu den perfekten Kaviarperlen beginnt schon mit der Aufzucht. In Brutanlagen entstehen aus befruchteten Eiern Fingerlinge. Im Alter von ein paar Monaten kommen die vitalen Fingerlinge in die Becken. Beim Sortieren der Fische geht es vor allem darum, zu verhindern, dass sie zu sehr auseinanderwachsen, also dass ich in einem Becken große Fische und kleine Fische zusammen habe. Dann passiert es einfach, dass die kleinen Fische immer weniger ans Futter kommen und dann einfach nicht mehr nachwachsen. Deswegen sortiert man so alle 3 bis 4 Monate die ganzen Becken durch, um eine gleichmäßigere Größe zu erreichen. Nach rund 3 Jahren geschieht die Aufteilung in männliche und weibliche Gruppen. Mithilfe eines Ultraschallgeräts lässt sich das Geschlecht der jungen Fische bestimmen. Also vor dem Sex ist es so, dass Fische ausgenüchtert werden. Die sind 2 Tage nicht gefüttert. Geht denen her, tut sie mit dem Netz rausnehmen. Dann werden die in ein Bass reingetan, wo Betäubungsmittel drin ist. Tut beruhigen. Anschließend kommen die Fische auf den Sextisch, wo wir dann mit dem Ultraschallgerät schauen, was sie Männchen, was sie Weibchen. Das ist meistens eine sehr kurze Sache, ein paar Sekunden, wo man das dann sieht auf dem Gerät. Dann tut man die Fische trennen, die Weibchen gehen in den Bottich rein
und die Männchen gehen in den Bottich rein. Die Fische werden rund um die Uhr von ausgebildeten Mitarbeitern betreut. Mehrmals täglich erhalten die Fische eine genau berechnete Menge Futter. Das Wohl der Tiere steht dabei an erster Stelle. Also das Wichtige bei der Fischfütterung ist, dass ich den Fisch angepasst ernähre. Wichtig ist eine Futterverteilung über den ganzen Tag, dass die Fische einfach kontinuierlich immer kleine Futtermengen bekommen und auch immer ein Futtermittel in der angepassten Größe. Regelmäßige Kontrollgänge und elektronische Überwachung der technischen Einrichtungen sichern einen nachhaltigen Betrieb. Bei der Laborarbeit geht es darum, jeden Tag die Wasserwerte zu kontrollieren, den Sauerstoffgehalt zu messen, die Temperatur zu messen, um einen Bescheid zu wissen, wie reagieren die Fische auf besondere Werte und passend darauf reagieren zu können. Während die männlichen Fische im Alter von 3 Jahren verarbeitet werden, bestimmt der Fischmeister nach rund 6 Jahren bei den weiblichen Fischen schonend mit einem Ultraschallgerät den Reifezustand der Eier und damit den Schlachtzeitpunkt. Je nach Ausgang der Untersuchung geht der Fisch zurück in das Mastbecken oder weiter ins Hälterungsbecken. Bei der Kaviarproduktion ist es so, dass das Vorgehen gleich ist wie beim Sex. Die Leute gehen auch mit der jetzt die Fische rausholen, die kommen in das Beruhigungsbecken rein, weil sie überbetäubt werden. Die kommen zu mir auf den Tisch. Dort wird dann mit dem Ultraschall geschaut, wie ist das Weibli? Ist es so weit? Sind die Eier schon so viel gross, dass wir es für die Kaviarproduktion brauchen können? Oder müssen wir noch etwas zuwarten? Die schlachtreifen Fische werden durch eine Futterreduktion entschlackt. Dies hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Qualität des Fleisches. Für die Schlachtung werden die Störe rasch betäubt und korrekt getötet. Unmittelbar nach dem Schlachten werden die Fische in der Manufaktur des Tropenhaus verarbeitet. Vom Fisch wird nicht nur der Kaviar gewonnen, sondern aus dem Fleisch werden in der eigenen Manufaktur Störfilets in verschiedenen Variationen hergestellt. Eine besondere Delikatesse stellt hierbei das geräucherte und zum Beispiel mit Pfeffer, Chili oder Ingwer veredelte Störfleisch dar. Die einzelnen Schritte der Kaviargewinnung und Verarbeitung werden sorgfältig und unter Berücksichtigung der höchsten Qualitäts- und Hygieneanforderungen ausgeführt. Der Bauch wird gereinigt und desinfiziert. Anschließend wird die Bauchhöhle vorsichtig geöffnet, um daraus die Gonaden mit dem Rogen zu entnehmen. Indem der Kaviar durch ein Sieb gestrichen wird, werden die reinen Kaviarperlen vom Gewebe befreit. Die Perlen werden in kaltem Wasser gereinigt. Anschließend erfolgt eine minutiöse Feinreinigung mit der Pinzette. Der noch unbehandelte Kaviar ist matt und leicht mehlig im Geschmack. Nun erfolgt die Qualitätsbeurteilung durch den Kaviarmeister. Nach dem Abtropfen des Rohkaviar wird er optisch beurteilt. Wie ist die Farbe? Hat es allfällige Augen dran an den Eiern? Zweitens ist die Sensorik. Ist das Korn fest? Platzt schnell im Maul? Was hat es für Geschmacknoten? Ist das Nussige vorhanden, das man sich wünscht? Das hat auch einen Einfluss auf, wie das genau gesalzen wird. Durch die Behandlung mit Salz erhalten die Perlen ihren charakteristischen Glanz. Das leichte Salzen ist eine Veredelung des Kavias.
Er entwickelt dadurch sein Aroma und wird haltbar. Danach wird der Kaviar luftdicht abgepackt. Die Flussnamen in der Region deuten auf eine frühe keltische Besiedlung hin. Und so erhielt der erste in der Schweiz produzierte Kaviar den Namen Ona. Einem Wort, mit welchem die Kelten bereits etwas als einzigartig und außergewöhnlich bezeichneten. Die schwarze Kugel, Symbol für ein Kaviarkorn, enthält ein raffiniertes Kühlungssystem und wird eingebettet im sogenannten Ice Cube. Aus klarem Glas, in der Schweiz in Handarbeit gefertigt, steht der Kubus für die Transparenz des Unternehmens und die Reinheit des Produkts. Jeder Ice Cube ist ein Unikat und weist dadurch seinen eigenen Charakter auf. Vom Öffnen des Bauches bis hin zum Verpacken in die Dosen vergehen maximal 15 Minuten. Dies garantiert absolute Frische und höchste Qualität. Die Philosophie des Tropenhauses spiegelt sich in den beiden hauseigenen Restaurants Terrasserie und Ona, das Restaurant, wider. Dort werden die Gäste auf eine kulinarische Entdeckungsreise entführt. Das Störfleisch und die im Tropenhaus produzierten Früchte werden durch die Küchenbrigade als frische, saisonale Küche mit authentischem Geschmack zubereitet. Das Tropenhaus Frutigen ist ein attraktives, spannendes Ausflugsziel und Anziehungspunkt im Berner Oberland. Einzelreisende, Gruppen, Genießer oder Wissbegierige. Jeder findet hier sein ganz besonderes Erlebnis. Im Tropenhaus Frutigen kommen Fragen zur Sprache, die für die Menschheit von großer Bedeutung sind und die künftig in der Welt einen zentralen Stellenwert einnehmen werden. Nachhaltigkeit, Verbundenheit zur Region und Verwandlung von natürlichen Ressourcen in edle Produkte. Dies und mehr bietet das Tropenhaus Frutigen.